Hi, hier ist wieder der Mittagsjournal-Doktor. An diesem wirklich immer noch zauberhaften, langsam kühler werdenden 1. Novembertag möchte ich euch etwas erzählen über die Gene in unseren Zellen. Vielleicht wisst ihr, dass vor einigen Jahren mit großem Brimborium das sogenannte Humane Genomprojekt abgeschlossen wurde. Craig Venter ließ sich dann in Amerika riesig feiern. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt kennen wir die Gene und die Entschlüsselung. Jetzt können wir Krankheiten behandeln. Und die Genforschung jubelte und sagte, yeah, das Geld kommt zu uns. Dummerweise sind bisher die Ergebnisse relativ dürftig. Das muss man klar sagen. Und ich mag mit dem, was ich jetzt erzähle, auch ein bisschen Verständnis aufkommen lassen, warum das so ist. Also eine Zelle hat einen Zellkern, dort sind die meisten Gene in Anführungsstrichen verankert. Wer meine früheren Videos gesehen hat, weiß, dass 60% dieser Gene von der Archaea-Zelle stammen und 40% von dem Bakterium stammen. Soweit, so gut. Wir hatten eigentlich mit dem Human-Genom-Projekt, als es begann, ich glaube es begann 1990, weiß nicht so genau, damit gerechnet, dass wir mindestens 100.000 Gene, die für Eiweiße kodieren, finden. Warum ist das so? Weil wir einfach in unserem Organismus so viele unterschiedliche Eiweißstoffe haben und es war, galt ja die Theorie, ein Gen, ein Eiweiß. Und es gibt auch andere Tiere, Würmchen zum Beispiel, die haben weit mehr als 100.000 Gene. Ja, und da könnte man ja vielleicht überlegen, hat das alles so seine Richtigkeit? Okay, also dann mit großem wirklich Bohai und Feierlichkeiten wurde das Humane Genomprojekt beendet. Das Ergebnis war, der Mensch hat, ich habe nochmal nachgelesen, zwischen 20.000 und 30.000 Genen. In unserem Zellkern. 20.000 bis 30.000, also wenn man es genau sehen will, schreiben manche 23, 24, 25, sagen wir mal 25.000 Gene in unserem Zellkern. Das ist, was die Theorie angeht, erschreckend wenig gewesen. Aber es kommt noch viel besser. So, jetzt kommt es besser. Ich habe erzählt, die Mitochondrien sind in der Zellsymbiose vor 2 Milliarden Jahren eingewandert oder aufgenommene Einzeller aus der Gruppe der Bakterien. Und die haben auch noch Gene. Ein Mitochondrium hat 37 Gene, das menschliche Mitochondrium hat 37 Gene in mindestens zehnfacher Kopie. Warum ist das mit den Kopien so? Ja, weil diese Gene keine Schutzmechanismen haben und wenn ein Genom ausfallen sollte, gibt es immer noch mindestens neun andere Ersatzkopien sozusagen, die dann einspringen könnten. Diese Gene kodieren übrigens für ganz, ganz, ganz wichtige Bausteine, die für den Mitochondrienstoff, vor allem den Mitochondrienstoffwechsel, sehr wichtig sind. Da hat also sozusagen die Natur gesagt, die lassen wir mal in den Mitochondrien drin. Okay, jetzt haben wir 25.000 Gene im Zellkern. In der Medizin, in der Wissenschaft, geht es sich nur um diese Gene. Und 37 mal 10, 370 Gene in einem Mitochondrium. Das ist natürlich ein Verhältnis, was nicht stimmt. Also das hat keine Wichtigkeit letztendlich. Stimmt schon, aber es hat keine große Wichtigkeit, könnte man meinen. Weil die entscheidende Frage hier ist, wie viel Mitochondrien hat denn eine Zelle? In den schematischen Zeichnungen von Biologie, Physiologie, also meinen Büchern, die ich ja so auch früher gelernt habe, oder auch im Internet, könnt ihr immer gucken, ja, ist letztendlich die Rede von einigen Mitochondrien. 3, 5, das wäre auch von der Zeichnung her nicht ganz gut, da müssten wir vielleicht so ein riesen Mitochondrium zeichnen, um die Menge an Mitochondrien wirklich auch klar zu machen. Ich sage euch, wie viel Mitochondrien wirklich eine Zelle hat.
mindestens 1000, 1500, manche haben 5000. Die Zellen, die einen hohen Stoffwechsel haben, haben deutlich mehr. Und offensichtlich hat die Zelle im Eierstock der Frau die höchste Anzahl an Mitochondrien, nämlich 100 bis 120.000 Mitochondrien pro Zelle. Das sind ja Mikro-Nanometer-Bereich. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Ich sage immer, nimmt einen riesen Ball zum Beispiel und füllt den mit Sandkörnchen auf. Und dann fängt man an, die Sandkörnchen zu zählen. Viel Spaß, aber das ist immer nur eine Frage des Verhältnisses, des Größenverhältnisses. Natürlich passen die da rein. Ja? Wenn solch eine Zelle mit winzigen Körnchen gefüllt wird, ist genug Platz da. In der Herzmuskelzelle wird zum Beispiel angegeben, dass zwischen 30% und 40% des Gesamtvolumens der Zelle mit Mitochondrien ausgefüllt ist. So, jetzt sieht die Sache anders aus. Ein Mitochondrium, 37 Gene mal 300, mal 10-facher Kopie, 370. Und jetzt haben wir nur mal 1000 Mitochondrien pro Zelle. 370 mal 1000 sind wir bei 370.000 Gene, die voll aktiv sind, gegenüber 23, 25, von mir aus auch 30.000 Gene im Zellkern. Hups, da stimmt doch was nicht an der Anschauung. Die ganze Information des Lebens ist in den Genen im Zellkern gespeichert. Da möchte ich mal ein ganz großes Fragezeichen machen. Wenn man diese Zellsymbiose, wenn man diese Aspekte der Biologie, der Evolutionsbiologie nicht betrachtet und hineinzieht, ja, dann wird man nie auf einen grünen Zweig kommen. Das ist der Grund, warum ich diese Mitochondrien so sehr zu meinem Herzthema gemacht habe, weil sie einfach bisher einen Dornröschenschlaf geführt haben. Und ich möchte sie auch über diese Medien erwecken und möchte euch klar machen, das, was ich erzähle, ist kein Humbug oder von mir irgendwie esoterischer Kram. Ich mache da irgendwie, saug mir was aus der Nase. Nein, es ist strenge Wissenschaft. Man muss nur die Dinge zusammenführen und man muss irgendwo eine Logik, die dahinter steckt, nämlich die sogenannte für mich Biologik, Biologie, Bios und Logos, ja, und eins zusammenzählen. Und dann erkennt man auf einmal eine fantastische Welt, die hinter der klassischen Wissenschaft sozusagen hervorkommt. Ich wünsche mir einfach nur, dass ihr das auch, meine Begeisterung, mittragt und sozusagen erkennt, was wirklich die Rolle der Mitochondrien ist und vor allen Dingen, was man für die Mitochondrien Leistung für die Hege und Pflege tun kann. Nämlich nur einfach etwas zu wissen, ist okay. Ja? Aber ich werde euch immer mehr dahin führen, hey, ihr könnt so viel selber für euch, für eure Mitochondrienleistung, für eure Gesundheit tun. Und dafür bin ich angetreten. So, das war's für heute. Ich sag mal wieder Tschüss, euer Mitochondrien-Doktor. Und ich freue mich auf viele Resonanz, ich freue mich natürlich auf viel Likes und Posts und Fragen und Kommunikation. Das ist so mein Ding, ich mag das. Wer noch nicht weiß, mittlerweile kann man sich auf meinem Newsletter, auf meiner Webseite zum Newsletter anmelden, www.der-mitochondrien-doktor.de. Das würde mich freuen, wenn ihr das weiter fleißig macht. Und deshalb sage ich, wir sehen uns. Achtet auf eure Mitochondrien. Tschüss.